Rückenwind, der OJAT-Podcast. Humor, Resilienz und Stressbewältigung. Herzlich willkommen zur Episode 6 von Rückenwind, der OJAT-Podcast. Heute geht es um das Thema Humor und wie uns Lachen in der Jugendarbeit unterstützen kann. Wir sind heute eine etwas größere Runde und ein ganz lieber Kollege ist hier, Marcel Franke. Er ist Humorberater unter anderem. Aber es ist nicht nur Marcel hier, sondern ist auch der Thomas Kaiser hier und die Birgit Fleisch. Und der Hitschred macht wie immer die Technik. Schön, dass ihr alle hier seid. Marcel, hast du einen Witz mitgebracht? Na, ich bin kein Witzerzähler. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo alle Witze erzählen konnten und ich bin das schwarze Schaf der Witzeerzähler in der Familie und war so froh, als ich dann gelernt habe, dass Humor nichts mit Witzerzählen zu tun hat. Das ist gut, das entspannt mich total, weil mir geht es genauso. Ich kann keine Witze erzählen und oft finde ich Witze überhaupt nicht lustig. Und dann muss man so ein bisschen mitmachen, oder? Wenn die anderen lachen. Mhm. Aber ein Phänomen ist doch interessant, wenn viele Menschen lachen, dann muss man selbst auch ganz fest lachen. Ja, und ich bin auch sehr froh, dass meine Familie da so eine Witzfamilie ist, weil ich lache dann schon gerne mit. Also ich finde das dann schon super, wenn sie sich so anstrengen und sich alle irgendwelche Witze erzählen. Und habe aber festgestellt, viele Witze sind unpassend oder sie hatschen. Und ich habe dann gelernt, es gibt noch ganz andere Formen von Humor, Sprachwitze oder Situationskomik, die genauso hilft, lustig zu sein, Spaß zu haben, miteinander Spaß zu haben und nicht über jemanden zu lachen, der jetzt nicht da ist oder der in dem Witz vielleicht auch verunglimpft wird. Verstehe. Marcel, du hast vor einiger Zeit mit dem Team von Job Ahoy einen Workshop gemacht. Ihr habt, glaube ich, einen ganzen Tag miteinander verbracht. Und das Thema dieses Workshops war Humor, Resilienz, Stressbewältigung und wie man das in der Arbeit mit Jugendlichen besser nutzen kann, diese Qualität. Und du nennst dich selber auch Humorberater. Erzähl einmal ein bisschen, was heißt das? Was macht ein Humorberater? Ich stelle mir das so ein bisschen eher so einen Charlie Chaplin vor, der so ein bisschen Workshops gibt. Was können wir uns unter einem Humorberater vorstellen? Ja, diese Idee mit dem Charlie Chaplin gefällt mir sehr gut, aber das ist natürlich einer der größten Künstler der Welt. Die Humorberater und Humorberaterinnen, die da so unterwegs sind, die sind vor allem mit verschiedenen Settings oder Teams beschäftigt, um zu schauen, wo steckt der Humor. Wir sind überzeugt, dass alle Menschen Humor haben. Wir sind überzeugt, dass alle Menschen einen Zugang zum Humor haben. Und manchmal geht es im Weg zum Erwachsenwerden oder im Weg zu einer ernsthaften, professionellen Rolle verschüttet. Und da helfen die Humorberaterinnen, diese Humorkompetenz wieder ein bisschen aufzuwecken, aufzufrischen und zu überlegen, wo ist es passend, wo ist es angebracht, Humor einzusetzen und wie kann der helfen. Eckhard von Hirschhausen hat einmal gesagt, dass Kinder 400 Mal am Tag lachen, Erwachsene nur 15 Mal. Und er sagt dann dazu, da erkennt sogar der statistische Laie eine Tendenz, weil, das habe ich vergessen, Tote überhaupt nicht lachen. Das heißt, Kinder können das und es geht im Laufe des Lebens verloren. Und die Jugendlichen, wie ist es mit den Jugendlichen? Ja, ich hatte das Vergnügen, viele Jahre mit den Jugendlichen direkt zu arbeiten und habe natürlich da auch ganz viel Humor und Lachen aufgetankt. Das Zusammensein mit den Jugendlichen ist immer sehr mit Humor bzw. mit Spaß in Verbindung und das ist eine ganz tolle Ressource, die die Jugendlichen noch mitbringen und die uns allen hilft im Zusammenarbeiten, Zusammenleben. Die Jugendlichen knüpfen noch sehr stark an dieser Ressource an, lachen und miteinander Spaß haben. Marcel, wenn wir von dem Phänomen Humor sprechen, worüber sprechen wir da überhaupt? Geht es da um einen Witz oder, du hast es ja schon gesagt, um einen Witz geht es eigentlich nicht. Was ist eigentlich Humor? Die
Da gibt es eine ganz tolle Sache, das nennt sich Humorforschung. Und das sind ganz ernsthafte Menschen, die Humorforscherinnen und Humorforscher, die machen das ganz wie halt alle anderen Wissenschaftsdisziplinen auch. Und die schauen, was ist eigentlich das Thema Phänomen Humor. Und einer, ein ganz spannender, der in Zürich forscht dazu, der sagt, das kann man nicht in einen Guss fassen, weil das weltweit die Wissenschaftlerinnen noch nicht in ein System gepackt haben. Und so gibt es jetzt den US-amerikanischen Begriff des Humors und den europäischen Begriff und wahrscheinlich gibt es einen asiatischen oder einen südamerikanischen Begriff des Humors. Aber ich glaube eher, dass die Länder auf der südlichen Halbkugel eher lachen und nicht das beforschen. Aber dieser Willibald Ruch in Zürich, der sagt, der Humor, der wir in Europa so besprechen, da geht viel mehr um Stimmung, um eine positive Grundstimmung, um eine Haltung zum Leben und geht viel weniger um diese Pointen, Witze und Lachen. Mhm. Und der amerikanische Humorbegriff, der geht stark von dem aus, dass man auf einer Bühne steht und Sketches macht. Und das ist so die feine und kleine Unterscheidung von Humor. Und viele Menschen, wenn wir über Humor sprechen, denken an diese Witze und Pointen. Und dann müssen wir da noch einmal ein bisschen in die Geschichte zurückschauen. Was ist eigentlich Humor und was ist das Komische in der griechischen Mythologie und wie hat sich das denn in Europa entwickelt? Ich habe einige Jahre jetzt oder seit zwischen 2015 und 2019 habe ich in einem Chor gesungen und es war... Das sind ganz viele Menschen aus verschiedenen Fluchtländern, haben mit mir gemeinsam gesungen und mit anderen Menschen. Also es war so ein Chor, wir haben einfach gemeinsam gesungen. Und diese Menschen haben wir erst kennengelernt, die sind angekommen als Menschen mit Fluchterfahrung. Und dann hat es nach ein, zwei Jahren irgendwann einmal den Moment gegeben, wo wir gemeinsam gelacht haben. Also als sie verstanden haben, was wir witzig gefunden haben und selbst auch, witzige Situationen herbeigeführt haben. Und mir ist dann bewusst worden, ab jetzt sind sie angekommen. In diesem Moment sind sie da, weil wir gemeinsam lachen können. Humor hat also verschiedene Funktionen. Mhm. Es hat soziale Funktionen, aber es hat ja auch die Funktion, dass Situationen entschärft werden können. Liege ich da richtig? Ja, genau. Eine Seite des Humors, wo es ums Lachen geht, was du jetzt da erzählt hast, da geht es ganz viel darum, dass ich was verstehe. Witze haben mit Verstehen zu tun und da brauche ich eine sehr hohe Sprachverständlichkeit oder Sprachkompetenz, dass ich das, was beispielsweise in der deutschen Sprache als witzig empfunden wird, Wortwitze oder Sprachformen, das ist sehr komplex. Das heißt, da muss man eine Sprache sehr gut lernen, bis man im Englischen den englischen Humor versteht, muss man sich sehr viel damit beschäftigen. Und die Seite des sozialen Bindemittels, das der Humor hat, das haben schon die Menschenaffen entdeckt gehabt. Also da gibt es auch unsere nächsten Verwandten, die Menschenaffen, die nutzen Humor, um Situationen zu entschärfen, um sich gegenseitig zu signalisieren, alles ist gut. Und diese Kompetenz haben wir Menschen auch und das funktioniert ganz einfach ohne Lachen, sondern mit Lächeln. Wir können mit unserer Gesichtsmimik signalisieren, alles ist gut und lass uns zusammen ein Stück des Weges gehen. Und wenn es auch zu Spannungen und Konflikten kommt, nutzen wir den Humor ganz intuitiv als soziales Bindemittel. Viktor Frankl nennt die Fähigkeit zum Humor und zum Lachen eine Trotzmacht des Geistes. Ich habe früher als junge Sozialarbeiterin dieses Buch gelesen, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Es hat mich schwer beeindruckt. Warum ist es so, dass das Komische beim Überstehen von grausamsten Erfahrungen helfen kann? Weil viele Jugendliche, mit denen wir zu tun haben, die haben es nicht ganz einfach. Und was passiert denn da im Menschen? Kannst du das erklären? Ja, das ist ein ganz tolles Phänomen, dass Humor eine Fähigkeit zur Distanzierung schafft. Das heißt, es ist der kürzeste Weg oder eine der einfachsten Möglichkeiten, sich von schwierigen und belastenden Situationen zu distanzieren. Darum ist es so, dass in Krisenzeiten verwenden die Leute ganz viele humorvolle
Möglichkeiten, sich auszudrücken, um belastende Situationen von sich abzuschütteln. Und Humor distanziert vom Stress. Humor ist auch der größte Stresskiller. Das heißt, der größte Feind von Stress ist Humor. Am schnellsten kommt man in eine gute Verfassung, wenn man den Humor nutzen kann. Und Menschen, die einen guten Zugang haben zu Humor, zu komischen Geschichten, aber auch zu einem Verständnis von Humor, wie wir es jetzt hier in diesem Tonstudio sehen, dass es hier Blumen gibt oder schöne Vasen, das ist alles ein Zeichen von positiver, guter, gelassener Stimmung. Und Viktor Frankl hat diese Fähigkeit auch in der schwierigsten Zeit seines Lebens bewahrt. Er war mit anderen Gefangenen im KZ und sie haben sich jeden Abend, wenn sie eingeschlossen wurden in der Baracke, haben sie sich Geschichten erzählt oder Witze erzählt oder sich rausgebeamt aus dieser Grausamkeit in eine humorvolle Variante des Lebens. Und das hat sie überleben lassen. Das ist sein Fazit, dass diese Resilienz, die er und seine Mitgefangenen entwickeln konnte, auch aufgrund des Humors entstanden ist. Und er ist ein ganz wichtiger Vertreter der Resilienzforschung. Viktor Frankl ist ein ganz wichtiger Vertreter auch der Humorforschung. Mhm. Danke, Marcel. Du hast einen Workshop gehalten da in der offenen Jugendarbeit Dornbirn. Und warum ist dir das so wichtig, dass Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter Humor wieso als dritten Trainer mitnehmen in der Arbeit mit den Jugendlichen? Ich durfte bei einem ganz tollen Mann lernen. Der Sepp Gröfler ist in der Telefonseelsorge in Vorarlberg und er ist Humorberater und Resilienzberater und Telefonseelsorgechef und vieles mehr. Toller Mann. Und er hat in einem Workshop uns beigebracht, was Humor für Stärken hat. Und seitdem bin ich auf diesem Weg und möchte mich als Humorbotschafter dafür einsetzen, dass viele, viele, viele Menschen in der sozialen Arbeit, in der Jugendarbeit dieses tolle Potenzial des Humors nutzen. Ja, nachdem jetzt gerade die Lampe durch Marcels Vorschub, den er genommen hat, mit dem Sessel fast umgefallen ist, möchte ich dir noch eine Frage stellen. Was würdest du als Tipp sagen? Also für einen Jugendarbeiter, für eine Jugendarbeiterin, die täglich mit Jugendlichen zu tun hat, eine kraftvolle Sache, was sie oder er beachten sollten, um das Thema irgendwie, ja, um gut damit umzugehen. Was ist dein Tipp? Also wenn man dieses Mittel ganz bewusst einsetzt, Humor, dann ist es sehr kraftvoll, weil es löst Spannungen. Das heißt, durch ein herzhaftes Lachen kann man sich so auch von einem Schreck relativ schnell erholen. In Wien gibt es ein ganz tolles Filmfestival, ein Horrorfilmfestival. Und das Besondere ist, dass die Leute das sehr gerne gemeinsam erleben, diese Horrorfilme, weil sie dann im Kino auch gemeinsam lachen, wenn so was Spannendes war oder so was Aufregendes war. Und das ist eine Funktion, die der Humor hat oder die das Lachen auch hat, dass es uns schnell in eine angenehme Entspannung wiederbringen kann. Das Lachen hat aber auch seine Grenzen und so wie der Humor auch seine Grenzen hat und es braucht eine professionelle Fachlichkeit für den Humor und für das Lachen. Es gibt einen Forscher, der in den 70er Jahren eine Lachforschung gegründet hat und man hat ihn dann verspottet dafür. Aber er hat das erkannt, dass das eine ganz wichtige psychologische Forschungsarbeit ist und er hat das dann die Gelotologie genannt, die Beforschung des Lachens. Und aus dieser Arbeit heraus hat der William Finlay Fry herausgefunden, dass es nicht nur ein Lachen miteinander gibt, sondern auch ein Gefühl von ausgelacht werden. Und das kann sehr stark ausgeprägt sein und diese Gelotophobie, wie er sie genannt hat, oder Angst vorm Ausgelachtwerden, ist in der sozialen Arbeit eine sehr wichtige Hilfe, das zu wissen, dass es einfach Menschen gibt, die tun sich schwer mit Lachen, weil sie das auf sich selber beziehen und mit dem nicht gut umgehen können. Und darum ist es so eine sehr wichtige Sache, dass man das sich bewusst ist, Humor hat Grenzen und man muss sehr sorgsam damit umgehen, mit wem macht man welche Späße
Wo ist es angebracht? Wo ist es passend? Wo hilft es der anderen Person und nicht nur mir als sozialarbeitende oder jugendarbeitende Person, sondern wo nutzt es der anderen Person, um Situationen besser zu bewältigen? Ich konnte ja früher ganz intensiv über Rudi Carrell lachen. Den habe ich total witzig gefunden, komischerweise heute nicht mehr. Also es verändert sich wohl auch. Mhm. Auch ich bin älter geworden. Und der hat einmal gesagt, der spricht von einem Humorkonto, wo man davor etwas einzahlt, wenn es einem gut geht. Und er sagt, wenn wir es aus dem Ärmel schütteln wollen, müssen wir davor etwas hineintun. Mhm. Das habe ich interessant gefunden. Und du hast ja auch in deinem Workshop gesagt, dass man Humor trainieren kann. Mhm. Das heißt, dass man das üben kann und eben davor etwas hineintun kann. Wie können wir uns das vorstellen? Wie kann man Humor trainieren? Mhm. Das war lange Zeit eine Überlegung, ob die Humorfähigkeit angeboren ist. Wie entsteht Humor beim Menschen? Und dann waren die Psychologinnen und Psychologen ganz strikt und haben gesagt, das ist eine fest angelegte Größe in der menschlichen Psyche und die kann eigentlich nicht verändert werden, die bleibt so. Und dann kam einer und sagte, ja, es hat noch niemand probiert, ich probiere es. Und das war der Dr. Paul McGee. Und der hat dann herausgefunden, aha, ja, wenn man mit Menschen das Thema Humor bearbeitet, wenn man sie ihnen zugänglich macht, ihre spielerische Seite zu entdecken, wenn man ihnen zugänglich macht, wieder mehr zu lachen, dann blühen sie auf, dann tut es ihnen gut, dann lösen sie Themen anders und sie gehen vor allem, das ist seine Idee und sein Verdienst, sie gehen in Hochstresssituationen damit besser um. Und diese Schulung von Humor und der Humorkompetenz, also nicht nur das Lachen, sondern auch das Verspieltsein, hat er über eine tolle Forscherin nach Europa gebracht, die Doktorin Barbara Wild, hat das aufgegriffen und hat das in Europa verbreitet. Und das ist jetzt das Humortraining. Und aus diesem Training verwenden wir ganz viele tolle Übungen und merken, das macht sehr viel Spaß, das zu lernen. Was ist zum Beispiel so eine Übung? So eine Übung ist, dass man ganz viel Unfug macht. Also der Paul McGee hat diesen Unsinn und Nonsens als wichtige Grundlage für eine Haltung empfunden. Und da werden wir in so Workshops, die wir jetzt da auch gemacht haben mit dem Job Ahoy Team, machen wir dann einfach viel Unfug und blödeln herum, bis man einfach vergisst, dass man jetzt irgendwie in der Arbeit ist, bis man vergisst, dass man in einem Workshop ist, dass man einfach nur Spaß hat und lachen kann. Das wäre eine Form, wie man dieses Verspielte wieder aufwecken kann. Und das andere wäre, dass man einmal schaut, wo in meiner Kindheit, was hat mich amüsiert, so wie du den Rudi Carrell jetzt hergenommen hast, gibt es ganz viele Beispiele. Bei mir war es der Michael von Löhneberger, der seine Themen und Probleme, seine schwierige Zeit mit seinem Vater gut gelöst hat. Und das hat mich dann auch bestärkt und gestärkt. Und da war ganz viel Humor in Astrid Lindgrens Geschichten von der Pippi Langstrumpf über den Karlsson vom Dach oder wen auch immer. Birgit, am Tag nach dem Workshop, wo der Marcel im Haus war, habe ich die getroffen und ich bin am Schreibtisch gesessen und habe die gefragt, wie war's? Und ich habe mich total erinnert dran an deine strahlenden Augen, dir hat das wahnsinnig gefallen und du hast mir dann ein bisschen erzählt von diesem Workshop. Und jetzt sind ein paar Wochen wieder ins Land gezogen und die Zeit ist vergangen. Kannst du irgendein Beispiel erzählen, wo dir das, was du in dem Workshop erfahren hast, wieder bewusst worden ist? Und wo du vielleicht irgendein Erlebnis gehabt hast mit einem Jugendlichen oder wo das wie eingesickert ist bei dir und du gemerkt hast, ah, genau, das haben wir ja im Workshop besprochen. Gibt es da was? Ja, und zwar, ich habe einen Jugendlichen, der hat sehr gerne Fische und jetzt hat er einen neuen Fisch gekauft und ich habe ihn gefragt, wie der Fisch ausschaut. Er hat mir ein Foto gezeigt mit strahlenden Augen. Und dann wollte ich genau wissen, wie der Fisch heißt. Ich habe mein Handy geholt und ihn gefragt, ob er es buchstabiert. Und dann hat eine andere Jugendliche mir das buchstabiert. Ich habe vollen Ernstes das ins Handy eingetippt, damit ich das sehen kann. Und sie buchstabiert mir FISCH.
Und erst als ich das Wort vor mir hatte, ja, alle haben schon gelacht, weil sie sind schneller drauf gekommen wie ich. Und dann hat sich das zum Running Gag entwickelt danach. Und wenn es ein Problem gibt, jetzt in der Werkstatt oder es eine schwierige Situation, dann heißt es F-I-S-C-H. Und alle schmunzeln. Schön, schöne Geschichte. Das heißt, du hast ganz viel können mitnehmen aus diesem Workshop und du hast zuerst auch gesagt, etwas, was für dich so ein großes Aha-Erlebnis war, ist, dass man auch aufpassen muss bei manchen Dingen. Ja, ich habe Jugendliche mit teilweise schweren Rucksäcken und ich weiß ja nicht, was in diesen Rucksäcken alles drin ist, was sie alles schon erlebt haben und was für Erlebnisse sie mit Lachen und Humor schon mitbringen. Mhm. Und da passe ich jetzt auf, dass wenn etwas Lustiges passiert, ich auch genau beobachte, dass es alle mitbekommen, dass alle mitlachen dürfen. Das heißt, dass dieser Jugendliche eventuell das Gefühl kriegen könnte, man lacht über ihn, oder? Diese beschämenden Erfahrungen haben wir alle gemacht und das hat dich sensibilisiert. Schön. Ja, Birgit, was hast du für Effekte festgestellt nach diesem Seminar? Am Tag nach dem Seminar bin ich in die Werkstatt gekommen und die Jugendlichen haben mich gefragt, was ich jetzt am Tag vorher gelernt habe. Ich habe ihnen erzählt und es ist sehr spannend, dass sie immer wieder jetzt das von mir Gelernte sie ausprobieren, indem sie Witze erzählen. Ich muss dann schauen, warum kommt jetzt plötzlich ein Witz? Müssen sie jetzt irgendwie Dampf ablassen oder stresst sie irgendetwas, was ich vielleicht ausgelöst habe? Das heißt, die Jugendlichen übersetzen es sofort und machen es? Und du bist das Modell dafür für sie. Habe ich das richtig verstanden? Ja, so, sie haben das sofort übernommen von mir. Ja. Aha, schön. Mhm. Ja, der Tommy ist ja einer der Lieblingsgäste hier im Rückenwind. Der OJ-Podcast war ja schon öfters da. Und auch du hast dieses Seminar bei Marcel Franke besucht zum Thema Humor und Stressbewältigung. Und Resilienz. Was hast du an dir beobachtet oder erlebt in der Zwischenzeit, seit dieses Seminar war? Für mich selber war das Seminar sehr wichtig und ich habe dadurch gelernt, dass es auch die verschiedensten Arten von Humoren gibt. Mhm. Ich mag den Momenthumor gern, wenn etwas Lustiges passiert oder der richtige Spruch zur richtigen Zeit rauskommt. Der zieht sich aber schon die ganze Zeit durch meine Arbeit. Also wir haben immer wieder lustige Situationen oder Situationen, wo angespannt sind, wo man mit einem lockeren Spruch ein kleines rauszuhören kann, das Ganze. Ja, es gibt zum Beispiel die Situation im offenen Betrieb, da habe ich so einen Jugendlichen, der erzählt mir immer wieder gerne so Witze, wo er ein kleines Mädchen aus der Reserve locken hat, wie zum Beispiel, dadurch, dass ich ein fester Mann bin oder ein dicker Mann bin, kommt dann immer wieder her und sagt, hey Tommy, wie schwer bist du eigentlich? Und dann sage ich, du, das interessiert dich nicht. Bin ich weitergegangen, dann kommt er wieder her und sagt, komm, wie schaut es aus, wie schwer bist du, sag mir es dann. Sag ich, nein, sag ich dir nicht, muss dich ja nicht interessieren. Und der Ritter mal kommt daher, hat schon Grinsen drüber gehabt und sagt, hey, und Tommy, sag jetzt, wie schwer bist du, aber nur die ersten vier Zahlen. Ich mag so die Humore, wo ich ein bisschen reingehen, wo ich über mich selbst lachen kann. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was die Jugendlichen sehen, dass man über sich selbst lachen kann. Ja, ja. Was mir auch abzuhauen ist, dass sie so Witze im Grenzbereich sind, wo ich finde, da müssen wir aufklären, das Ganze. Mhm. Wie gehst du dann damit um? Also genügt es da einfach nicht zu lachen oder wie tust du da? Es gibt ja die verschiedenen Arten von Humore, was ich bei Marcel in dem Kurs gehört habe. Es ist zum Beispiel der berufliche Humor ganz anders wie der private. Im Privaten unterdrückst du das zum Beispiel. Also beim beruflichen unterbrückst du das zum Beispiel, was grenzwertig ist. Und im Privaten lachst du halt mal kurz und denkst halt nicht weiter darüber nach.
Aber beim Beruflichen, wenn denn so ein Witz kommt, du verhebst das Witz, das Lachen und dann klärst du praktisch und sagst, hey, du ist nicht so gut, das verletzt jemand anderen damit und derjenige könnte kränkt sein und da könnte mehr mit demjenigen passieren. Gerade innerlich, wie es dann ausschaut. Das ist der schwierige Grenzgang bei den Witzen, oder? Ja. Und es geht ja auch darum, dass du eine Art Modell bist für die Jugendlichen. Dieses Lernen am Modell ist ja ein ganz starkes Lernen. Das heißt, du bist ein Vorbild. Worüber lacht der Thomas? Ist wichtig, oder? Für die Jugendlichen als Orientierung. Aha. Ja, also es ist schon wichtig, das Ganze zum sehr, aber es ist ja noch, dass man mitlachen kann, in einem gewissen Maß, aber man reflektiert das Ganze dann und dann sagt, los zu, das ist die Situation, wie kommen wir am besten wieder raus? Oder was ist das? Musst du immer bedenken, wem erzählst du was für einen Witz und wie weit kannst du bei der Person gehen? Okay, danke. Ja, Marcel, du hast jetzt zugehört, was der Thomas erzählt hat als Jugendarbeiter, diese grenzwertigen Witze, die einem ja oft begegnen mit den Jugendlichen. Kannst du mir kurz erzählen, was passiert denn da, wenn wir etwas als witzig empfinden? Also diese Idee des Witzes hat doch viel mit dem zu tun, dass man eine Verrückung der Realität haben. Wir kriegen eine Geschichte erzählt und dann merken wir, plötzlich nimmt die Geschichte eine ganz andere Wendung, wie wir davon ausgegangen sind. Und das kann komisch sein, das kann witzig sein, das kann in uns so quasi den Komikreiz auslösen und dann ist es eine Erleichterung. Dann gibt es so quasi den Point of witzig und mit diesem Point of witzig haben wir dann eine Erleichterung von einer vielleicht auch angespannten Geschichte, die wir zuerst erzählt kriegen. Also ich bin heute da reingekommen und war ein bisschen angespannt, weil ich habe das Gefühl gehabt, wenn eine Podcast-Episode zum Thema Humor gemacht wird, dann muss ganz viel gelacht werden und es muss total witzig sein. Und ich habe ganz verzweifelt den Hitschritt gefragt, Hitschritt, fällt dir ein Witz ein? Und dann haben wir verzweifelt irgendwie recherchiert, Witze, 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 Witze. Da habe ich das noch nicht gewusst, da warst du ja noch nicht da. Oder? Und dann hat der Hitschritt einen Witz ausgesucht und die müssen so lachen. Was hast du gesagt? Der DJ ruft an. Ich habe den DJ angerufen, er hat aufgelegt. Und mir hat es fast verkrümelt vor lauter Lachen. Und das ist ja ein Beispiel von einem Witz, der was harmlos ist, oder? Aber es gibt auch andere, die abwertend sind. Ganz viele Witze, vor allem im deutschsprachigen Raum, bauen die Pointe damit auf, dass die Personengruppe beispielsweise hergenommen wird und die abgewertet wird. In Vorarlberg gibt es Personengruppen, die ganz explizit in diesen Witzen ständig abgewertet werden. Und in der Humorforschung haben sie sich überlegt, was ist das? Und wie kann in der sozialen Arbeit, in der Pädagogik damit umgegangen werden? Es gibt ganz einen tollen Beitrag von einem Humorfachmann, der in der Schule Humor anwendet. Und der sagt, es gibt Humor, der abwertend ist, anderen gegenüber oder sich selber gegenüber. Und es gibt Humor, der andere aufwertet oder sich selber aufwertet. Und für ihn ist es so, im Klassenzimmer möchte er nur andere aufwertende Humorformen verwenden oder sich selber aufwertende Humorformen. Sogar dieser sich selber abwertende Humor möchte er in der Klasse gar nicht verwenden, um als Vorbild, als Beispiel für Humor und Witze andere Wege zu zeigen, wie es gehen kann. Also das, was Dömi gesagt hat mit der Situationskomik, ist eine ganz wichtige Sache. Und in anderen Kulturen ist es so, dass Schadenfreude viel mehr passiert. Beispielsweise in Japan gibt es ganz viele Fernsehsendungen über Grube graben und irgendjemand fällt hin und dann amüsieren sich die Menschen. Das ist in unserem Kulturkreis sehr verpönt. Auslachen ist nicht erlaubt. Und somit hat sich diese Humorform verschoben. Und das, wo wir sehr stark plädieren, ist es, für Humorformen zu sorgen in der sozialen Arbeit, in der Jugendarbeit, wo man miteinander lacht und nicht übereinander oder andere abwertet damit.
Ja, Marcel, für die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter, die jetzt diese Episode hören, ist es vielleicht interessant, wie können sie da tiefer eintauchen in das Thema? Hast du irgendwelche Buchtipps oder Spuren, die sie verfolgen können, wenn sie sich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen wollen? Ja, da gibt es ja ganz einen tollen Sozialarbeiter. Der Markus Frittum hat ein Buch geschrieben, Humor in der sozialen Arbeit. Und das ist eine ganz eine tolle Möglichkeit, um mal dieser Spur nachzugehen oder diesem Vorurteil nachzugehen, dass die soziale Arbeit keinen Humor hat. Und er hat festgestellt, es gibt zwei Formen der sozialen Arbeit von Humor. Und das ist sehr hilfreich gewesen für mich, um das zu verstehen. Es gibt so diesen Humor, der im Team ist, der Teamhumor, der ist jetzt nicht für die Jugendlichen geeignet, sondern der hilft einfach, schwierige Situationen besser zu verarbeiten. Da darf man auch sarkastisch oder ironisch sein. Und den Humor, den man mit den Jugendlichen einfach pflegt und kultiviert, und der ist eben eher diese Idee der positiven Stimmung und des Lächelns und des Lachens. Es gibt da so diese Spuren, die was in die positive Psychologie führen. Kannst du da auch noch irgendeine Empfehlung aussprechen? Die Humorforschung ist ja die kleine Schwester der positiven Psychologie, aber es ist eine sehr wirkungsvolle Schwester. Und die Forscherinnen und Forscher, die positive Psychologie beforschen, schauen ganz stark auf eine Ebene, und zwar ist es die positive Freundschaft oder positiven Freundschaften. Und da hilft der Humor natürlich sehr, in Verbindung zu gehen. Und ein Buchtipp ist natürlich immer die Barbara Fredriksen, die ihr Buch geschrieben hat über die positiven Emotionen, oder der Martin Seligmann, der das Buch geschrieben hat, Aufblühen, Flourishing. Also da gibt es verschiedene Forscherinnen und Forscher, die ganz tolle Beiträge bringen zum Thema Humor bzw. Freundschaft, Freundschaftsbeziehungen. Ja, Marcel, vielen Dank, dass du da warst. Man kann dich auch buchen für Workshops und für Seminare, marcelfranke.at. Das finden die Menschen alle Informationen. Wirklich toll, dass du das da gemacht hast und dass du heute deine Leidenschaft, Energie und deine Ideen heute für Rückenwind, der OJAT-Podcast, zur Verfügung gestellt hast. Vielen Dank an euch für die Gelegenheit, und die offene Jugendarbeit Dormen ist für mich ein Ort des Humors, ein Ort des Spaßes, wo Jugendarbeiterinnen und Jugendliche gleichermaßen miteinander lachen und Spaß haben. Und darum bin ich sehr froh, dass ich da dabei sein darf. In diesem Sinne. Hartnäckige Zuversicht, sture Konsequenz und revolutionäre Geduld sowie ein Herz für